Hallo! Also wie versprochen bin ich nochmal hierher zurückgelaufen. Und ich hab vergessen. Hä? Und wo war jetzt das letzte Mal das Problem? Wie scheiße, echt. Ich hasse sowas. Okay. Let's talk in English. Hä, hey, bloß nicht. Da war eine Kiste und ich hab's genau gesehen. Und wo? Toll. Hey. Du sollst nicht dann zurücklaufen, wenn ich dir entgegenkomme. Ich kriege immer so viele Bomben. Ach so. Fledermaus. Irgendwas ist da faul. Aha. Oh, heute war stressig in der Arbeit. Juch, lass mir doch mal eine Chance, wenigstens mein Schild zu holen. Also, so wie ich das sehe, müssen wir das Trampolin dahin schieben, weil es hier nicht weitergeht. Korrekt. Ja, ja, Du willst ein Duell? Na gut. Du willst auch ein Duell? Ich muss nur oberhalb eurer Schwerte stehen, dann kann mir nichts passieren. Nein, den Typen hasse ich! Ich weiß immer nie, wie ich den angreifen soll. Zwei Möglichkeiten, rechts oder runter. Der magische Bumerang. Halte den Knopf und drücke den Steuerkreuz, um die Flugbahn zu steuern. Yeah, chillt. Jetzt haben wir alles auf Level 2. Super cool. Cool. Zwei Schläge mit dem Bumerang und die Teile sind erledigt. Tiddlididdling. So, und jetzt kann man ja immer noch runterfallen. Ich weiß, wo wir mit dem Bumerang hin müssen. Weil da war doch dieser eine komische Raum mit dem komischen Schalter, wo ich mir dachte, wie soll ich denn da hinkommen? Voll witzlos. Oh. Ach, komm schon. Nee, das ist eine blöde Idee. Nee, wir gehen so rum, weil... weil... Wenn jetzt... Dann können wir nach oben gehen. Also, halt, ja. Lasst mich. Wieso nehme ich nicht eigentlich meinen oberstylischen neuen Bumerang? Bam, 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 bam. Das ist eine super Entfernungswaffe, weil mir kann so nichts passieren. Lass mich, lass mich. Buja, Chaka. Ach. Nee. Hier war das mal nicht.
Wo war denn das? Dum, 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 dum. Dun, 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 dun. War das da oben? Ach, ihr Arschis. Alles klar. Ich frage mich, wie man das leichter schaffen soll. Uhu. Alarmstufe rot. Bis Alarmstufe minus rot. Ah, okay. Oh. Ah, ich dachte, die sind jetzt aus. Dann habe ich jetzt keine Ahnung, was ich gerade aktiviert habe. Böse Stachis. Ach nee. Hallo. Die verarscht mich. Jetzt. Falsch. Das wollte ich. Dachte ich schon, es bringt jetzt gar nichts, weil das hat so lange gedauert, bis es getutet hat. Das ist ja schon extrem merkwürdig. Merkwürdig gewesen. Yeah, fett! Bitte der Mittelboss? Wer's glaubt, wird selig. Bisschen schneller. Nein. Oh. Das war echt mies. Das nächste Mal nehme ich Turbokerne. Ich auch noch den blöden Kern hier abend ansaugen. Wo ist mein Handschuh? Och, jetzt. Also da hätte ich jetzt auch gefailt, wenn ich für mich gespielt hätte.
Das gebe ich echt und offen zu. Weil... Hallo? Wer konnte damit schon rechnen? Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Nichts tötet die, nichts! Lee! Oh. Bitte auf Fee, bitte, bitte auf Fee. Hier waren wir vorhin auch mal mit einem halben Herz, stimmt's? Ne, mit eineinhalb Herzen. Was für eine mega Spannweite das Teil hat. Oder halt Flugweite. Hey du, gib mir ein Herz. Danke. Leck. Waren es immer noch nicht alle? Oh. Ja, und natürlich hat der Tod eine Sensei, keine Sichel. Danke nochmal für den Verbesserer. Sag ich auch Sensei? Sichel, Sensei. In dem Raum war ich schon mal. Let's fetz! Hä? Ja, aber was denn, Tüdelüdelüdelüding? Gib mir eine Fee. Los. Geil. So, jetzt bin ich unschlagbar. Ich habe einen Bumerang und ein Schießschwert. Ach verdammt, und jetzt habe ich kein Schießschwert mehr, weil ich nicht aufgepasst habe, ich Esel. Gib mir ein Herz. Okay, dann lebe ich wieder. Ah! Okay, alles wird wieder gut. Nein, und das Herz ist natürlich in den Abgrund gefallen. Wer hatte das gewusst? Wo ist eigentlich unser Trank hin? Bin ich denn jetzt schon verloren, Mann? Bin ich ein Noob? Aber ich habe schon voll viele Herzen. Ach so, ich muss die gar nicht mehr anzünden. Na toll. So.
So, auf in den Fake-Raum. Und die gräben uns vorher noch Sturmkerne. Und Sprungfeder. Fetz! Der große Schlüssel? Boah, fuck. Ja, und jetzt? Der Typ ist Grafikfehler. Hä? Gut. Na komm. Put, 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 put. Haben wir einen Schlüssel? Nein. Das ist mir ungeheuerig. Ungeheuerig. Ungeheuerig, wie viele Feen es hier gibt. Wie genau. Ich bin Viri, Onoks ergebener Gefährte. Wie ich hörte, versucht jemand Onoks aufzuhalten. Dabei bist du nur ein Kind. Prima, mit dir werde ich fertig. Na dann komm doch, ich hab ein Schießschwert, Alter. Lass mich raten, ich muss sie mit dem Bumerang töten? Oh. Hallo? Ich kann ihm gar nichts tun. Jetzt reicht's. Ah, du nervtötender Knirps. Na, warte. Ach, wie gut, dass wir das starke Schwert haben. Du Nervensäge, mir reicht es. Nun ist Schluss. Jetzt wird er noch schneller, oder was? Komm her. Feige Sau. Dillilip. Oh, falsche Richtung. Boah, das war ein gelber Boller. Oh, das gibt's doch nicht. Weißt du, wenn du nicht so ein Feigling wärst, dann hätte ich dich schon lang umgebracht. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Ich muss für die Überschätzung meiner selbst zahlen. Aber ich werde Onox hiervon berichten, ne? Ja, dann mach doch. Sag ihm, wie ich dich mit Leichtigkeit besiegt habe. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ha, das war doch Skill. Meine Sprungfeder. Oh, verdammt. Hallo, liebe Fledermausi. Wir haben zwei Schalter.
Uah! Man braucht gar keine Pegasus-Turbo-Kerne. Ich weiß nicht, wie lang der Part schon ist. Aber ich denke, ich werde jetzt dann aufhören. Aber vorhin war das doch der richtige Schalter. Also den Raum mit den Schaltern verstehe ich nicht. Tüdelüdelüdeling. Nein, aua, aua, lass mich, aua, aua. Ich habe gerade einen Verdacht. Yeah, ich kann die Teile umbringen. Vertraue den Teil nicht. Es gibt einen falschen und einen richtigen Schalter. Wetten? Oh, es gibt sogar drei Schalter. Aber ob das wirklich richtig ist, das seht ihr erst beim nächsten Mal.